So, das Schöne an der Elektronik ist ja, ne, dass ich also wie gesagt mit der Welt verbunden bin. Zum Beispiel Markenartikel wie den Dyson, die Firma Dyson mit ihrer Sache. Also wenn ihr nachlesen wollt über euer Produkt, könnt ihr natürlich bei Google nachlesen und feststellen, dass da viele fast dasselbe Problem haben. Oder also gucken, wieso, weshalb. So, hier das Problem Dyson ist, dass er ständig defekt ist, ist funkelnagelneu gekauft, ist aber ständig defekt, wird kochend heiß, der Akku wird kochend heiß. So, ich habe jetzt der Kundin gesagt, da ich kein Dyson verkaufe, aber ich mir das angehört habe, was könnte es denn sein? Also ich höre mir ja vieles an, deswegen ist diese Sendung Ü60, da viele ja mit dieser Welt der Elektronik nicht klarkommen. So, wenn man 1979 analog digitale Wandlungen angeboten hat und im Jahre 2019 nur noch digital und rückwirkend analogisiert oder halt per Elektronik mit den Menschen redet und diesen Menschen sagt, du, meistens sind Artikel, die so dermaßen beworben werden, meistens nicht in Ordnung. Das ist euch vielleicht sicherlich auch mal aufgefallen, dass Werbung, also wenn ihr viel Werbung bekommt, ist meistens nichts dahinter. So, natürlich habe ich jetzt auch einige Schauspieler, die mir immer ihre Sachen da schicken, weil die momentan in sind. Ja? Semmelrogge ist momentan in, der Richter ist momentan in und natürlich Michaela Schäfer. Also Michaela Schäfer war am Wochenende mal wieder bei Herrn Klöckner, ne? Der da diese Mode macht. Und ich meine, angezogen sieht sie auch perfekt gut aus. Ausgezogen kennen wir Michaela Schäfer ja mittlerweile, unser Star, die Nackte. So nennt sie sich, aber angezogen gefällt sie mir sehr gut, ne? Wenn sie angezogen ist und dann ihre Mode vorstellt. Jetzt hat sie am Wochenende die Mode von Herrn Klöckner vorgestellt. So, das war jetzt gerade diese Unterbrechung hier. Na, wenn also neue Videos kommen, kriege ich da eine Nachricht, oder wenn ich eine Frage gestellt bekomme, bekomme ich eine Nachricht. Worauf möchte ich hinaus? Also wir, die jetzt Ü60 sind und mit der neuartigen Welt YouTube, Instagram, Facebook leben, gibt es halt auch uns Ü60, die das haben wollten. Ja? Ob das nur Sir Thomas Lee ist mit seinem For the Web, ja, 1989. So, und da sind wir beim Kern des Ü60 Clips. Der Ü60 Clip ist einfach nach der Wende. 1989, nach der Wende, hat sich alles verändert. Es hat sich wirklich alles verändert. Und es wurde im Jahr 2013 forciert. 2013 wurde es forciert, weil von der Wende aus ganz viele Verträge auf uns zugekommen sind. Besonders die Verträge der EU. Aber EUWG, wohlgemerkt, nicht Europa hat Verträge gemacht, sondern die Europäische Gemeinschaft hat gemacht. So, jetzt ist halt ein Brexit stattgefunden durch England. Britannien hat sich verabschiedet, an sich war Britannien nie da. Denn in Britannien, also in England, in England musste man halt immer noch Pfund bezahlen und nicht Euro. Also es hat sich da gar nicht, also können die auch ruhig gehen. Warum die Griechen noch drin sind, weiß keiner, an sich wäre das mal vom Vorteil, wenn auch die nicht da wären. Die Europäische WG, ja, Währungsunion, Gemeinschaft, also die Währungsgemeinschaft, die ist an sich das faule Ei. Und ich habe auch gerade mit Leuten gesprochen, die von Bochum bis Duisburg, die Nacht der tausend Lichter, danach war Feierabend. Ja? Ich habe gerade, wie gesagt, noch mit sehr hohen Herrschaften gesprochen. So, da wir in einer sogenannten Ich-Welt leben, ich, der Lokomotivführer, streike jetzt. Ich, das Bordpersonal von einem Flieger, streike jetzt. Ich, der Pilot, streike jetzt. Also man streikt nicht für alle. Man streikt immer nur für sich. Nur ich, der Pilot, will mehr. So, ich, der Bordbepflasterer da, will jetzt auch mehr. Ich habe keinen Bock mehr, dauernd zu tragen, denn der Pilot kriegt 8.000, ich kriege 3 Euro oder was. Und ich mache mehr wie der. Weil an sich fliegt das Flugzeug elektronisch von selbst. Autopilot. Aber egal, darum geht es jetzt nicht. Man kann alles hinein interpretieren. Der Politiker selbst ist an sich eine Showgröße. Was anderes ist er nicht. Er macht nur Show.
weil jeder von uns kann Politiker werden. Ja, jeder kann jetzt Politiker werden. Das hört man ja auch. Ey, wenn du sauer bist, dann geh doch dahin und ändere es. Ändern geht doch nur in wir, nicht ich. Hm? Und da haben wir doch das Problem. Du sollst es ändern, du. Was hältst du von dir? Wir ändern es. Wir setzen uns zusammen und ändern es. Aber da kommt ja keiner drauf. Jeder schreit nach seinem Ich und schreit dem anderen du. Wenn du doch was willst, dann mach du das doch. Er schreit aber nicht immer. Hört sich gut an. Können wir beide das nicht machen? Das hörst du nicht. Und wenn, hörst du es natürlich nur dann, wenn es ums Geld geht. Immer, können wir nicht da Geld verdienen? Aber nicht ändern. Nö, ändern? Nee. Da muss schon was bei rauskommen. Also, wir leben in einer sehr wirtschaftlichen Zeit, wo wirklich das Geld des anderen nur noch zählt. So, wenn einer sagt, du bist jetzt ein Hartz IV, das ist klar, der hat nicht viel. Er ist also arm. Oder ein armer Rentner. Ja, kann man nichts mit anfangen. Und so, und wenn man auf Glas und, also wenn man auf Sammeln, ja, Glaskörper und Plastikkörper, die dann gewandelt werden, Umsatz, ja, wenn dann das zu viel ist, also wenn ein Rentner fast jeden Tag unterwegs ist, um zu sammeln, wenn das das Alter sein soll, ich weiß nicht, es tut, also wenn du, ich sehe ja sehr viele ältere Leute, die haben eine riesen Karren, diese Kneifzange, und dann sind die wirklich jeden Tag unterwegs. Die sind jeden Tag unterwegs und holen da die Pullen. Ja, überall die Pullen. Das ist an sich eine Art Gewerbe ohne Gewerbeschein. So sagt der Staat mittlerweile dazu. Unser Eins sagt lässigerweise, das ist meine Altersrente, die ich aufstocke. Ja, die Aufstockung der Altersrente durch Glaskörper und Plastikkörper sammeln in Tüten. Die brauchen alle 200 Jahre, bis sie verrotten. Da sind wir auch zum Schluss, meine lieben Freunde, ihr seid Tierliebhaber. Ne? Ihr regt euch ja auf, wie China mit den Tieren umgeht. Will ich auch gar nicht drauf eingehen. Das ist China halt. Und wenn der Grüne, euer Kanzler später, China hier nach Deutschland holen will, dann müsst ihr auch damit leben, dass eure Hunde gekocht und gefuttert werden. Tja, China halt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr rennt hinter den falschen Menschen her. Wenn ein grüner Kanzler China hier haben möchte, so sprach er. Warum er so sprach, weiß ich nicht. Er tat es aber. So, Gesetz der Fall, das wäre so. Und wir hätten jetzt hier China-Verhältnisse. Dann müsstet ihr auch eure Hunde kochen und nicht mehr lieb haben. Hm? Mal drüber nachgedacht. So, ihr rennt hinter Klein Greta her, wie der Rattenfänger von Havel. So, die Eltern, die lachen sich kaputt. Ihre Geschäfte blühen regelrecht. Die verdienen richtig Geld. Ja? Also auf eine Art ist denen ihr Kind völlig egal. Ja, geht nicht richtig zur Schule etc. pp. So, man macht genau das, was alle anderen auch machen. Ja? Aus Tüten essen, in Tüten verpacken, ja, mit Flieger fliegen, ja? Mit Zügen fahren etc. pp. Mit Schiffen fahren. So, diese großen Kapazitäten wie Flieger, Schiffe, Bahnen verbrauchen reichlich CO2. Ja? So. Ihr müsstet alle Kühe dürften gar nicht mehr existieren wegen ihrem Methan. Ja, ein Furz zum Beispiel, keiner dürfte mehr pupsen etc. und pp. Keiner dürfte mehr Kerzen anmachen pp. Und so weiter und so fort. Also, normal? Das ist doch nicht normal, oder? Du schreibst, ich gehe über die Straße mit Klaus, nicht Klaus und du gehen über die Straße. Ja, du schreist Umwelt, du schreist reichlich viel Blödsinn. Ja, wir haben ja für alle gekämpft. So, 56 war richtig was los im Pazifik. 70er Jahre war richtig was los in Vietnam. In den 80er Jahren war richtig was los in Afrika. So, in der Türkei war richtig was los. Ja, also Völker wurden da richtig weggehauen. Millionen von Menschen. Ja, 56 bis 89. Ja? Und dann kam die Wende, dann kam das andere Bewusstsein, aber trotzdem ist immer noch etwas los. Davon spricht keiner. Es kann doch nicht sein, dass wir hier um uns herum 56 einen Krieg hatten in dem Pazifik, wo richtig was los war. Dann 89 richtig was los war in Afrika und wie gesagt, Türkei hatte auch
reichlich Armenier und so weiter, Armenien, ja, die mochten sich nicht. Plötzlich mochten sich Völker nicht. Soll das denn hier auch passieren? Ja? Soll jetzt hier auch irgendwann mal sowas kommen, dass wir uns gegenseitig nicht mehr mögen? Also richtig ist das nicht. Mal rüber nachgedacht. Ja. Ja, die ganzen Religionen, die man an sich privatisieren soll. Religion gehört gar nicht zur Politik. Ja. Weil Frau Merkel ist nicht christlich, sagt sie ja selber. Ja. Also christliche Union, was ist denn das? Hat er wieder recht, ist an sich auch wieder aus Arabien da unten, ja, Ägypten da unten, da kommt an sich das ja. So, die Chinesen zum Beispiel haben das Schießpulver, das Schreiben, die Briefe etc. uns gegeben, ja, Kartoffeln etc. hat, also die Pflanze für die Kartoffeln wurde importiert, ja, Kolumbus hat vieles möglich gemacht, Darwin hat vieles möglich gemacht, Dichter und Denker haben vieles möglich gemacht und natürlich die Schrägen, die total Schrägen, ja, die angeblichen Christen. Luther hat was auf den Weg gebracht, ja. So, heilig dies, heilig das, Kirchen hier, Kirchen dort. Übrigens, man spricht gar nicht mehr von Notre Dame. Wir schreiben heute den 1. Juli 2019 und ich höre nichts mehr von Notre Dame. Ich höre da nichts von Notre Dame. Schon mal aufgefallen? Das sind so kleine Sachen. Ich kann jetzt nicht so in die Tiefe gehen, weil Ü60 erlebt jeden Tag. Ü60 stellt fest, was soll Ü60, 70, 80, 90 denn falsch gemacht haben? Was sollen die falsch gemacht haben? Es gibt Zeitepochen, genau. Wir schreiben dieses Jahr 2019. Und die Weimarer Republik geht auch 100 Jahre. Was kommt denn danach? So, der Vertrag von Weimar wird im Jahre 2019 erlöschen, der ist dann vorbei. Was kommt dann an? Da wird auch nicht gefragt. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe mir jetzt sehr viel Instagram, YouTube und Facebook angesehen. Ich habe auch viele Experimente gemacht und habe dadurch festgestellt, hier stimmt was nicht. Ja, alle schreien nur ich, alle schreien Geld, alle schreien Umwelt, alle schreien CO2. Der Planet ist verdammt alt. Menschen der Generation 60 plus sind in den besten Jahren. Manche stehen noch voll im Berufsleben, andere genießen bereits ihren Ruhestand. Wieder andere sehen sich großen Umstellungen rund um das Älterwerden gegenüber. Aber alle eint die Frage, was kann ich tun für ein gutes Leben im Alter? Geben Sie die Antworten und erobern Sie die Generation 60 plus. Sie ist offen für neue Entwicklungen, plant strategisch und entscheidet qualitätsbewusst. Nutzen Sie dieses Potenzial und werden Sie Aussteller auf unserer Messe Ü60 für ein gutes Leben im Alter. In der Oberschwabenhalle Ravensburg.